Ham stand allein und beobachtete das Meer, bis eine große Woge zurückrollte. Und er schien mit einer gewaltigen Kraft und Anstrengung hineinzuspringen. Und das Schiff war verschwunden. Wahrlich, Mr. Dickens, es ist nie so lebendig, wie wenn sein Verfasser es liest. Danke. Mr. Dickens! Mr. Dickens! Sie bewundern das Werk meines Mannes? Im Moment bin ich in Copperfield vertieft. Nelly hat jedes Kapitel gelesen. Zweimal. Das freut mich. Jedes menschliche Wesen ist ein tiefes Geheimnis für alle anderen. Bis dieses Geheimnis jemandem anvertraut wird, dann vielleicht werden zwei menschliche Wesen sich entdecken. Warum bist du so früh auf? Ich muss nach London fahren. Mr. Dickens, warum haben Sie uns nicht gesagt, dass Sie kommen? Ein Entschluss in letzter Minute. Und was werden Sie mit Ihrem Gewinn machen, Nelly? Ich werde alles auf einmal ausgeben. Meine Töchter sind sensible junge Frauen. Manchmal sorge ich mich um ihre Zukunft. Wenn es mir in irgendeiner Form möglich ist, zu helfen. Liebst du ihn? Er ist verheiratet. Das hat ihn nicht daran gehindert, sich in dich zu verlieben. Der neueste Klatsch im London Diary? Du musst es leugnen. Du wirst es nicht geheim halten können. Doch, das kann ich. Er kann mich nicht zur Frau nehmen. Nein, das kann er nicht. Sein Verhalten ist von Wahnsinn geprägt. Du warst in jeder Zeile, die ich je las. Du bist ein Teil von mir. Bis zur letzten Stunde meines Lebens bleibt dir nichts als ein Teil meiner Figuren zu sein. Jeder hat ein Geheimnis. Und das ist unseres. Das ist unglaublich. Wie bekämpfen wir es? Das können Sie nicht. Eine künstliche Intelligenz ist wie jede Intelligenz. Sie hat Bedürfnisse.